Hallo, hier ist Meini. Was bedeutet Blindbacken? Wenn die Konditoren oder wir Köche über eine Quiche, Tarte oder Tartlets sprechen, ist meist ein Mürbeteig im Einsatz. Wenn dieser in die Form gegeben wird und die Ränder entfernt werden, wird er gelöchert, damit der Teigboden beim Backen nicht hochsteigt. Ein zerknülltes Backpapier lässt sich am besten in die Form platzieren. Danach gibt man Backerbsen, Linsen oder Reis rein, damit erstens der Boden nicht hochsteigt und zweitens die Ränder und Seiten daran gehindert werden, beim Backen nach unten und in die Mitte zu gehen. Dadurch entstehen schöne und tiefe Tartlets. Das Backpapier verhindert das Kleben der Hülsenfrüchte am Mürbeteig und sie lassen sich nach dem Backen, wenn sie nicht zu dunkel sind, einige Male erneut verwenden. Verbrannte Hülsenfrüchte mindern das Aroma des Teiges. Der Mürbeteig wird noch schöner gebacken, wenn die Tartlets für 10 Minuten in den Kühlschrank kommen und die Butter darin fest wird und sie erst dann in den heißen Ofen geschoben werden. Ein warmer Mürbeteig schmilzt und verliert die Form beim Backen schneller als ein gut gekühlter Mürbeteig. Weil wir den Mürbeteig beim Backen nicht sehen, sprechen wir hier vom Blindbacken. Abonniert meinen Kanal und bleibt gesund.